Review zu Tales of a Jedi. Kurze Spoilerwarnung. Dieses Video erhält Spoiler zu der kürzlich erschienenen Serie Tales of a Jedi oder in Deutsch Geschichten der Jedi. Falls ihr diese Serie noch nicht gesehen habt oder halt gerade noch dabei seid, diese zu gucken, dann schaut euch dieses Video einfach danach an. Tales of a Jedi hat mich echt umgehauen. Diese Serie ist wirklich super gelungen, Freunde. Wir können in Tales of a Jedi die Entwicklung von Dooku sehen, aber auch die Geschichten zu Ahsokas und ihrer Entwicklung. Ich meine, der Beginn einfach. Wir erfahren, wie Ahsoka eigentlich eine Jedi geworden ist oder wie sich das Ganze abgespielt hat. Ich meine, eine riesige Schmusekatze zähmen. Ich meine, welcher Jedi kann das schon mit 1? Das ist schon eine Leistung, die Ahsoka uns da demonstriert hat. Ich muss auch wirklich sagen, diese Serie ist wirklich gelungen. Es gibt da nur wenig Kritik und diese Kritik hebe ich mir wirklich für den Schluss auf, weil ich meine, das will ich jetzt nicht so gleich am Anfang schon sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Serie ist wirklich gut gelungen. Vor allen Dingen die Folgen zu Ahsoka, aber vor allen noch mehr zu Dooku haben mir richtig gefallen, weil nämlich zu sehen, dass schon ganz früh dieser Frust auf die Jedi und auf die Art, wie die Republik sich so verhalten hat, in Dooku schon riesig war. Ich meine, wir konnten in dieser einen Folge ja sehen, dass Dooku erkannt hat, dass dieser eine Senator eigentlich eine wirklich, ich sag mal so, Schlüsselfigur war oder die Habgier in der Republik einfach perfekt repräsentiert hat. Ich meine, er wollte ja diesen Senator ja vor den Augen des Sohnes töten. Ich meine, er hat ja erstmal Qui-Gon weggeschleudert, als er begonnen hat, auf diesen Senator zuzugehen. Also, man muss wirklich sagen, das war wirklich eine Folge, die war düster, meiner Meinung nach. Also, die Serie hat wirklich auch düstere Aspekte aufgeworfen, hat aber auch irgendwie gezeigt, die ganze Entwicklung von Dooku, meiner Meinung nach. Ich meine, wie er von einem wirklich mächtigen Jedi und einem sehr, sagen wir mal, einem guten Jedi, einem wahren Jedi zu einem, ja, Skeptiker geworden ist. Aber ich meine, auch verständlich. Ich meine, Mace Windu hält sich an Regeln und wieder lügen die Leute da. Also, ich meine, man merkt richtig die Entwicklung von Dooku von einem Jedi zu einem, der merkt, da läuft was falsch, die Jedi sind eigentlich schwach oder die Jedi sind einfach, die machen Fehler. Ich meine, Qui-Gon konnte ihn da gerade noch so durch das Befreien des einen Sohnes vom Senator noch so aufhalten. Aber man merkt schon, Count Dooku zeigt immer mehr, was er auch später repräsentiert, dass die Republik einfach korrupt ist und dass dieser Senator, besser gesagt, Freunde, war einfach das beste Beispiel dafür. Aber auch die Ahsoka-Folgen haben mir echt gefallen. Weil ich meine, dieses Trainieren der Order 66, das war schon für jeden Clone Wars-Fan ein Lichtblick. Ich meine, das hat uns gezeigt, was heißt Lichtblick, Freunde? Das hat uns einfach gezeigt, dass die Serien auch untereinander so aufeinander zugehen, dass da auch Bezüge geschlossen werden. Das hat mir richtig gefallen. Ich meine, auch am Ende dieser Schnitt zu, ja, Clone Wars Staffel 7. Ja, ich hoffe, das Training hat sich ausgezahlt. Das sagt der Rexstar. Das hat mir super gefallen. Ich meine, diese eine Folge war wirklich eine meiner Lieblingsfolgen von diesen nur 6 kurzen Folgen leider. Aber diese Serie ist natürlich auch nicht fehlerfrei. Mich hat ein bisschen gestört, wie gesagt, dass Yaddle, die ist ja von derselben Spezies wie Yoda, so schwach dargestellt wurde. Ich meine, Count Dooku muss sie ja töten, um halt als Schüler von Darth Sidious akzeptiert zu werden. Aber ich finde, ihr Tod war ein bisschen zu leicht. Ich meine, imagine, das wäre Yoda gewesen, er hätte jetzt sowas noch hochgehoben, wäre dann sterbend dahingefallen und Dooku hätte so gemacht. Ich meine, das war ein bisschen zu einfach, meiner Meinung nach. Ich meine, von einer Figur, die von derselben Spezies wie Yoda ist, hätte ich wirklich mehr erwartet. Aber wie gesagt, Freunde, das ist nur minimale Kritik. Ich meine, die muss ja irgendwie sterben oder Dooku muss ja irgendwie der Schüler von Darth Sidious werden. Ich finde, das haben die gut dargestellt, aber für manche Star Wars Fans, die vor allen Dingen Yoda Fans sind, war das natürlich ein harter Schlag ins Gesicht. Eher die größere Kritik, Freunde, für mich war die letzte Folge der Tales of the Jedi Reihe, nämlich Folge 6. Ich meine, das war für mich der Absturz wieder in den Wahnsinn, Freunde, weil ich meine, wir sehen gefühlt die ganze Folge nur einen Planeten, den wir nicht mehr kennen, wo einfach Ahsoka Getreide abbaut, anbaut, je nachdem. Und am Ende, wie gesagt, ist ich sag jetzt immer Großinquisitor, eigentlich nur ein Inquisitor, der dann da alles abfackelt, die Leute tötet, alle bis auf diesen Anführer und den Verräter am Leben lässt. Und ich muss wirklich sagen, diese Folge hat mir null gefallen. Und das liegt nicht daran, dass sie irgendwie langweilig war. Die war super langweilig, meiner Meinung nach. Die Langeweile war gar nicht das Problem. Dass von 6 Folgen eine vielleicht nicht super spannend ist oder vielleicht ein bisschen mal, naja, ist, das ist immer so, Freunde. Aber mich hat eher gestört, dass dieser Inquisitor
in 10 Sekunden tot war. In 10 Sekunden, Freunde. Der war in 10 Sekunden tot. Das ging mir zu fix. Ich meine, das war jetzt kein Sturmtruppler, der jetzt irgendwie kurz entwaffnet wird und dann von Ahsoka gemacht wird. Sowas macht sie auch nicht. Aber das war irgendwie dieses Ding. Also sie zugestürmt fast schon, wurde entwaffnet und dann umgebracht. Das ist einfach sauber unwürdig, Freunde. Ich meine, wenn das jetzt ein Sturmtruppler gewesen wäre oder irgendein Klonkrieger in der Order 66, dann hätte ich es verstanden. Aber nicht von einem Inquisitor. Ich meine, sie hat da zum ersten Mal einen Inquisitor gesehen, der ist machtsensitiv. Vielleicht jetzt nicht mächtiger als Ahsoka, aber ich hätte gedacht, dass dieser Kampf vielleicht eine Minute geht oder ein paar Sekunden. Aber nicht, was heißt paar Sekunden, vielleicht 60 Sekunden. Der Kampf war ja sogar noch schneller zu Ende als der zwischen Obi-Wan und Darth Maul. Und das war ja schon ein Rekordkampf in Rebels. Auf jeden Fall, Freunde, fand ich, dieser Inquisitor ist meiner Meinung nach viel zu schnell gestorben. Das hat diese letzte Folge wirklich zu offiziell schlechtesten gemacht. Als Fazit würde ich sagen zu meinem Review, natürlich, ein paar Leute haben mir schon widersprochen, haben gesagt, ja, es ist Ahsoka, der Inquisitor hatte eh keine Chance, aber ich muss ehrlich sagen, von Star Wars hätte ich mehr erwartet, als dass ein Kampf super fix zu Ende ist und dass der erste gefühlte dunkle Seitennutzer direkt von Ahsoka massakriert wird. Da hätte ich wirklich mehr erwartet, Freunde. Das ist auch offiziell mein Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn noch nicht getan, und natürlich auch gerne liken und in die Kommentare schreiben, wie ihr Tales of the Jedi fandet. Und falls ihr das Video trotz Spoilerwarnung geguckt habt, dann schaut euch die Serie gerne an, es lohnt sich. Und ja, dann sehen wir uns bald in einem neuen Video oder Short. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein.